Guten Morgen, ich hatte schon mal gegongt. Herzlich willkommen, der muss schon richtig sein, und herzlich willkommen zu eurer Tagesbotschaft. Verliert den Verstand nicht durch die Karten, sondern gewinnt für den Samstag hier auch an hoffentlich wertvollen Impulsen. Ihr Lieben, wir gehen rein, wir starten. Die Botschaften müssen nicht treffend sein, aber manchmal passen sie auch ganz gut zur Situation, die vielleicht auf dich zukommt oder die du gerade hast. Selbstkontrolle. Selbstkontrolle kann ja Pro und Contra sein. Manche kontrollieren sich zu stark und manche kontrollieren sich eben nicht. Wo steckst du da drin? Kannst du den festhalten? Jo. Selbstkontrolle. Lass dich nicht von anderen kontrollieren, kontrolliere dich selbst. Und vielleicht bist du aber auch mittlerweile auch durch sehr viele Prozesse gegangen, wo du einfach viel zu hart mit dir selbst umgehst, ja? Nicht locker wirst. Wir haben hier, dadurch verbaust du dir vielleicht auch die Sicht auf gewisse Dinge, um Klarheit zu kriegen. Und durch deinen Druck wirst du hier selber mit dir nicht warm, so könnte man das sagen. Ja, die Sonne steht ja auch für Wärme, für die Vitalität generell. Vielleicht waren wirklich einige Prozesse zu hart und du hast so eine Erwartungshaltung an dich, dass du leicht den Überblick verloren hast, ja, in manchen Situationen. Auch hier wieder so ein bisschen sanfter zu dir selbst sein. Was haben wir noch? König der Kelche umgekehrt. Ja, da ist ja momentan gerade die Energie oder die Linie wirklich völlig verlassen, ja? Verlassen worden von dir selbst. Hier würde ich fast sagen, du bist ja viel zu viel verkopft geworden mittlerweile. Hier lässt du nicht mal jemanden anders ran. Und bewegst dich auch nicht wirklich gerade in der mentalen, in der emotionalen Ebene, ja? Das heißt, du hast dich ja auch selbst so ein bisschen geschützt, dass andere dich sehen dürfen. Vielleicht auch eine Weile zugemacht. Die Unnahbarkeit ist hier wirklich sehr stark, ja? Selbst zu dir. Da ist es wichtig, wieder reinzukommen, dich selbst anzunehmen. Zu lernen, dass es gut ist, wie du bist, ja? Na, die pfeffern heute aber über den Tisch auch verkehrt rum. König der Stäbe. König der Kelche, König der Stäbe, alle umgedreht. Und dadurch fehlt natürlich auch die Energie. Weil du hier strikt dich an einen Plan hältst oder dich strikt irgendwo... verfahren hast, drin hängst. Wo es für dich gerade besser ertragbar ist, komplett die Selbstkontrolle über dich zu haben. Das sind so Sachen wie, du machst vielleicht anderen vor, dass es dir gut geht, dir selbst sogar. Bei Sprachnachrichten, ja, mir geht's gut, super, und mir geht's viel besser, ich fühle mich gut, und dann kommt vielleicht so ein Gestelltes rüber, ja. Sehr viel Gestelltes, schöner könnte es nicht sein, weil mir geht's jetzt blendend und ich habe eine Struktur. Es gibt wirklich Menschen, mit denen ich auch zu tun hatte, die völlig kontrolliert in ihrer Linie sind, wo ich selbst schon merke, ich gehe darauf nicht ein, merke aber, das ist ein Schöngerede, du kontrollierst dich gerade hier viel zu viel selbst, ja, aber ich bin nicht derjenige, der dann in dem Moment sagen würde, stimmt doch gar nicht, du machst mir doch gerade was vor, ja, ich höre doch schon oder ich sehe auch an gewissen Sachen, dass du nicht wirklich glücklich wirkst mit der Übertragung nach außen, ja, das ist so ein vielleicht zu strenges Schöngerede. Gucke mal, ob das für dich passt. Ja, es muss ja jetzt auch gar nicht hinhauen. Aber es gibt genug Menschen, die sich hier verlaufen haben und einfach viel zu viel von sich erwarten. Ja? Und sich dadurch leider dann auch selbst verlieren, weil man irgendwann vielleicht auch gar nicht weiß, naja, was denn nun? Kopf, Herz. Mal sagt sie Herz, Kopf, dann es muss in die Mäßigkeit reinkommen. Ja, es muss sich verbinden. Das ist auch so wie, es gibt so Menschen in der Gesellschaft, die
leben auch nur das, was sie leben möchten, ja, und erwarten das auch von anderen. Das ist auch so eine Selbstkontrolle. Wen suche ich mir raus, ja? Bloß nicht tolerant werden und bloß auch nicht diese Aussprache toll finden, den anderen Style annehmen, ja, das gehört nicht zu mir so, um Gottes Willen, ja, ich habe ein ganz anderes Bild. Das ist so die Selbstkontrolle, die einen vielleicht auch sehr zerstörerisch wirken lässt und sehr unzufrieden. Offen sein, glaube ich, ist hier das Wort des Tages. Mehr Offenheit entgegennehmen. Es kommt, wie es kommt, ja. Hauptsache, du bist mit dir wirklich zufrieden und selbst wenn du hier traurig bist, dann lasse das raus. Aber das kommt mir hier so ein bisschen zugestellt vor, ja. Und du merkst das vielleicht an so Tagen, wenn du zwei Tage in so einer Energie bist und jedem verkörperst und dir selber, es ist alles toll. Aber die Manifestation und dieses Rumgebabbel in deiner Bubble klappt nicht, ja. Am dritten Tag merkst du wieder völlig den Zusammenbruch. Und dann kannst du schon davon ausgehen, dass die ersten zwei Tage oder an den Tagen, wo du anderen verkörpert hast oder dir selbst, dir geht's gut, alles tutti frutti, dass du merkst, oh, da warst du nicht ehrlich zu dir selbst, ja. Da bist du zu hart. Da hast du versucht, den Button zu drücken und zu vergessen, was war oder was kommt, was ist. Du musst hier in die Annahme und in die Offenheit so ein bisschen rein, ja. Wir haben hier das Trügerische im Herzen. Wirklich selbst angelogen, ja. Selbst dir was vorgemacht in dieser Selbstkontrolle. Um vielleicht den Prozess zu probieren. Ja, vielleicht klappt es ja auch so, hast du dir gedacht. Aber wenn es nicht klappt, dann merkst du eben so eine Einbrüche ständig, wo man sich dann wundert, hö, was ist denn heute wieder los? Heute hatte ich wieder einen voll schwierigen Tag. Dann stimmt das Verhältnis nicht. Ja, dann bist du an einigen Tagen wirklich sehr streng zu dir selbst. Und dann kommt, weil das die Seele nicht aushält, dann eben dieser Überschwall, dieser Zusammenbruch, wo sich dann viele immer wundern, ich komme nicht weg, ja, ich bin schon wieder am Tiefpunkt. Dann vielleicht so wirklich die Mittelebene finden und sich annehmen und sagen, ey, es ist jetzt gerade einfach so, wie es ist. Dann bin ich jetzt gerade mal traurig, damit wir den Kopf hier mal so ein bisschen ablösen, ja. Aber mit 7 der Schwerter liegt hier so ein Selbstbetrug einfach in deinem Herzen. Es könnte aber auch ein Testen für dich sein, damit du eben verstehst, nee, so geht's auch nicht, ja. Geh mit dir weich und liebevoll um und auch mit den anderen Menschen, die dafür nichts können. Ja, das hast du nämlich erkannt, ja. Du kannst nicht einfach hier so weitermachen und so tun, als ob nichts wäre, als ob diese Last nicht da ist, ja, die man dir hier übermittelt hat oder die du dir selbst angehäuft hast durch irgendeine Situation. Es ist ganz normal, dass es hier vielleicht mal auch zum Wachstumsstillstand kommt oder dass Sachen nicht so klappen, wie du sie gerne gehabt hättest. Aber da lösen sich nicht die 10 der Stäbe auf, ja? Das ist so eine Selbsterkenntnis, da musst du selbst rein, das verstehst du auch, wenn es deine Energie sein sollte, ja? Du verstehst, es ist okay zu trauern, es ist auch okay anzunehmen, dass es mal nicht so läuft, wie du es gerne gehabt hättest, ja, oder dir wünscht. Und das hat nichts mit dem Versagen deinerseits zu tun. Wenn du das denkst, dann ist es deine Denkart und Weise. Kann ja trotzdem stimmen, dass du wirklich sehr viel überreagiert hast oder irgendwie den Prozess dahin getrieben hast. Aber trotzdem ist ja die Selbsterkenntnis hier wichtig, ja. Und es bringt ja nichts, den Schuldigen zu suchen, sondern hier irgendwie rauszukommen. Wir gucken mal, was für dich kommen kann oder könnte, damit du hier aus dieser Selbstkontrolle wieder rauskommst oder auch Selbstkontrolle lernst, ja? Eine richtige Selbstkontrolle am richtigen oder zum richtigen Zeitpunkt wäre toll. Ach Mensch, ja. Die Selbstkontrolle zum richtigen Zeitpunkt. Und dann erwarte wirklich nicht zu viel, sondern freue dich schon an kleinen Schritten mit Page der Münzen. Die frische neue Energie, wir machen jetzt erstmal Pläne, wo es überhaupt für mich hingehen soll. Statt einfach nur den Button zu suchen und den Tag zu überleben, ja? Eine frische Energie, einen Anfang, einen leichten Anfang reinkriegen, wo es hingehen soll, mit Königin der Stäbe.
Und auch da werden deine Stäbe ja alle, die wir hier drin hatten, wieder wachsen, ja? Deine Energie wird hier wieder kommen, weil du selbst Freude an dem empfindest, was du hier für dich ausrichtest. Du kennst dich ja als Mensch persönlich am besten, als ein anderer es jemals könnte. Du fühlst dich selbst, du weißt, wo du hin möchtest, du weißt, was du möchtest, was du brauchst, was dich glücklich machen könnte. Und für diese Energie in diese Richtung sorgen. Auf jeden Fall wieder mehr Lebensfreude hier rein, ja? Und guck mal, was passiert. Lass fließen, ja? Traurigkeit sowie Freude. Vielleicht bist du auch manchmal in Situationen, wo du dir sagst, oh nee, jetzt habe ich gelacht, mir ist eigentlich gar nicht zum Lachen zumute. Warum stoppst du dich damit? Wenn deine Seele in dem Moment lachen will, dann fange nicht an mit so einen Sätzen, oh Gott, eigentlich sitze ich ja hier in der Trauer, ich habe hier gar nichts zu lachen. So, weg, ja, bloß nicht lachen, weil ist ja, das ist ja trotzdem noch was. Wenn du lachst, dann sind das unkontrollierte Emotionen, die dir aber zeigen, deine Seele möchte jetzt gerade lachen, ja, und das war das Echte. Diese Emotionen von Lachen und Weinen, die kann man selten kontrollieren, ja, wenn man gesund ist. Die sollten nicht auf Knopfdruck hier irgendwie erzwungen oder darauf gewartet werden, dass es passiert, sondern wenn es passiert, Traurigkeit wie Freude, dann nimm das einfach an, ja, das könnte dann schon in die Richtung gehen, wenn du merkst, du lachst über irgendetwas, dass es doch vielleicht gar nicht mehr so schlimm ist, wenn du dich selbst hier nicht in der Selbstkontrolle gefangen hältst, das will ich damit sagen. Wir nehmen meine Hauptkarte. Ich glaube, ich habe Ass der Stäbe gesehen. Ja, dann ist deine Energie jetzt gerade dafür exakt ausgerichtet, wieder zu spüren, zu handeln, Freude zuzulassen und das auch anzunehmen, ja. Das im Blick zu behalten und auch wieder anzuerkennen, wenn du lachst, dann geht's auch mit dir innerlich aufwärts, ja. Nimm das an, denk daran, dass du auch lächeln konntest, lachen konntest über irgendeine Situation, obwohl dir vielleicht nicht zum Lachen zumute war. Und trotzdem kannst du dir hier sagen, und trotzdem habe ich es nicht geschafft, mich zu kontrollieren, nicht zu lachen, weil ich eigentlich traurig bin, sondern da kommt wieder das, was du annehmen musst. Es ist vielleicht in diesen Situationen gar nicht so schlimm, wie du dachtest, ja, oder wie es scheint. Nimm mir eher die positiven Energien an für dich selbst, ja. Ihr Lieben, ihr hört ja meine Stimme. Ja, was soll ich sagen? Genug geredet für heute, zu viel gesprochen. Auf den Körper hören, was er sagt, ja. Ihr Lieben, danke fürs Zugucken. Shugong, bleibt gesund. Da kann man sich nicht selbst kontrollieren, aber man kann dafür was machen. Tschüssi, habt ein schönes Wochenende. Ein verschneites Wochenende und genießt die Adventszeit, die Vorweihnachtszeit definitiv und dann Sonntag mit der Mütze, ne?